Das Matrikelbuch der Thomasschule. Dieses Schlüsselstück der neuesten Bachforschung wurde 2011 wiederentdeckt. Der glückliche Finder Michael Maul hat darin seinen Forschungsfavoriten gefunden. Mein Lieblingstomaner war Herr Fleckeisen, ein Tomaner, den keiner auf der Rechnung hatte. Gottfried Benjamin Fleckeisen, 1719 geboren in Döbeln. Wiederum Sohn eines Kirchenmusikers, also des örtlichen Kantors. Aufgenommen auf die Schule 1732, verspricht 7,5 Jahre zu bleiben. Also regulärer Abgang 1739. Das Erstaunliche ist nun, Abgangsvermerk von der Hand des Rektors Ernesti 1746. Also mit anderen Worten, das ist, also soweit ich es überschaue, bei Weitem die längste Verweildauer auf der Schule. Stimmt. Und was ist da jetzt, stellt sich natürlich die Frage, was heißt das? Hat er irgendeine besondere Rolle gespielt oder nicht? Aber um das rauszufinden, was sich wirklich hinter ihm verbarg, musste man dann doch in seine Heimatstadt fahren. Seine Heimatstadt Döbeln in Mittelsachsen blickt auf eine über 1000-jährige Geschichte zurück. Auf den Namen Fleckeisen stößt man in offiziellen Chroniken leider nicht. In der spätgotischen Stadtkirche St. Nikolai erhofft sich Michael Maul etwas mehr Information. Immerhin war der Vater unseres Thomaners dort Kantor, so steht es zumindest in der Matrikel. Gut gesichert, das Kirchenarchiv von St. Nikolai. Ist das die erhoffte Schatzkammer? Kommt der Bachforscher hier hinter das Geheimnis des ewigen Schülers Fleckeisen? Der Verdacht, dass dem Fleckeisen vielleicht seinerzeit unter Bach eine besondere Rolle zukam, war ja dadurch begründet, dass in der Thomas-Schulmatrikel steht, dass er die Schule von 1732 bis 1746, also 14 Jahre, besucht hat, was völlig ungewöhnlich ist. Also die normale Verweildauer ist 7-8 Jahre. Und der ist also schon fast 30, als er die Schule verlässt. Und jetzt war nun die Hoffnung, dass er als gebürtiger Döbelner und Sohn des Döbelner Kantors sich 1751, als sein Vater gestorben ist, sich um dessen Stelle bewirbt. Gesucht werden also die Bewerbungsunterlagen des Gottfried Benjamin Fleckeisen um die Stelle des Kantors von St. Nikolai in Döbeln, falls er sich darauf beworben hat. Michael Maul hat Erfahrung mit der Archivrecherche und inzwischen einen besonderen Instinkt entwickelt. Und tatsächlich. Er findet Unterlagen, die die Nachfolge des verstorbenen Vaters Fleckeisen betreffen. Da ist sie, die Bewerbung des Sohnes. Die Vermutung war richtig. Und es kommt noch besser. Darin beschreibt er ausführlich seine Zeit bei Bach. Was mich anbelangt, so bin ich 9 Jahre auf der Thomasschule in Leipzig als Alumnus gewesen und habe da selbst 4 Jahre als Präfektus dem Coro Musico vorgestanden. 2 ganze Jahre habe die Musik in den Hauptkirchen zu St. Thomae und Nikolai anstatt des Kapellmeisters aufführen und dirigieren müssen. Und ohne Ruhm zu melden. Was bedeutet diese Aussage in Bezug auf die Vita Bachs? Was ich hier jetzt in Döbeln in diesem wunderbaren Archiv gefunden habe, ist also in mehrerlei Hinsicht ein absoluter Hauptgewinn. Also einmal ist tatsächlich die Akte noch da, wo all die Bewerbungsschreiben drin sind, die 1751 eingegangen sind, um die Stelle von Vater Fleckeisen zu besetzen. Unter den Bewerbern ist tatsächlich unser Thomaner Fleckeisen. Er schreibt ein lang und breites Bewerbungsschreiben und er verrät darin etwas, was mir also regelrecht die Spucke wegbleiben lässt. Denn er schreibt eben nicht nur, dass er so lange auf der Thomasschule gewesen ist, sondern er schreibt auch, warum. Er sagt, er ist erstmal die letzten Jahre seiner Schulzeit Präfekt des Chors gewesen. Aber, und das ist jetzt wirklich das ganz Erstaunliche, was auch ganz viele Rätsel aufgibt, er habe dann 2 ganze Jahre anstatt des Kapellmeisters, das ist Bach,
überhaupt kein Zweifel. Die gesamte Kirchenmusik an beiden Hauptkirchen, an St. Thomas und St. Nikolai, aufführen und dirigieren müssen. Ganz komische Formulierung, die aber in ihrer Bedeutung eigentlich jetzt nicht misszuverstehen ist. Also er behauptet, er hat im Grunde anstelle Bachs für 2 Jahre den Thomaskantor gespielt. Das ist eine kleine Sensation. Was war da los in Leipzig? Dieser Sachverhalt, dass Bach sein Amt nicht ausüben wollte oder konnte, war bisher völlig unbekannt. Bekannt war bislang nur, dass für einige der in Frage kommenden Jahre keine Kompositionen Bachs überliefert sind. Die Gründe dafür wurden aber immer woanders gesucht. Man weiß an sich, dass die Musikalien unter Bachs Söhnen aufgeteilt worden sind. Und speziell der Älteste, der Wilhelm Friedemann, der hatte später Alkoholprobleme. Man weiß, dass er immer mal auch Musikalien verkauft hat. Und da war man ganz schnell dabei, ihm immer die Schuld in die Schuhe zu schieben und zu sagen, der hat dann wahrscheinlich all die großartigen Kantatenjahrgänge, die Bach vielleicht in den 1730er, 40er Jahren noch komponiert haben könnte, alle verkauft und deswegen sind sie nicht überliefert. Aber das ist eine reine Spekulation. Wenn jetzt hier dieser Thomaner schreibt, er habe eben anstatt Bach die gesamte Kirchenmusik geleitet in den 1740er Jahren, Mitte der 1740er Jahre. Ganz gleich, ob das jetzt wirklich ein Einzelfall ist, Einzelfall Fleckeisen oder vielleicht eine generelle Situation oder ein Amtsverständnis Bachs in seinen späten Jahren präsentiert, ist erstmal egal, aber es erklärt ja, warum in der Zeit nichts Neues entsteht, weil Bach offenbar sich auch von seiner eigentlichen Hauptaufgabe, für die er bezahlt wird, sukzessive zurückgezogen hat. Die Entdeckung wirft neue Fragen auf. War Bach krank? Hatte er eine Komponierblockade, Burnout, oder hatte er sich mit dem Magistrat der Stadt überworfen, der ohnehin nicht besonders gut auf den widerspenstigen Kantor Bach zu sprechen war? Das alles ist jedenfalls bisher völlig unbekannt. Klar ist, das Matrikelbuch der Thomasschule hat den Weg zu einem erstaunlichen Fund gewiesen. Zu Beginn dieses Projektes haben wir gesagt, diese Matrikel kann der Wegweiser sein zu neuen Bach-Dokumenten, eben indem man systematisch die Lebenswege der Schüler verfolgt, vielleicht auf Materialien stößt, wo die mal auspacken. Und genau das ist hier passiert. Wir hatten zwar gehofft, darüber zu erfahren, was Bach gemacht hat, hier nur erfahren wir, was er nicht gemacht hat, aber es ist natürlich also eine ganz wunderbare neue Erkenntnis, die der Forschung in ganz vielerlei Hinsicht neue Impulse verleiht.